Steigt in den Zug und verlasst die Stadt. Der Zug weiß, wohin es geht. Hier. Eure Majestät! Der König? War das wirklich der König? Ich denke schon. Nein, ich bin mir sicher. Sagt ihr, dass ihr mal so tut? Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Genau. Aber wir haben ihn gerade gesehen. Ja. Und wenn der König hier ist, dann ist es Rico bestimmt auch. So wird es sein. Also, ich gehe Rico suchen. Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Donnerwetter, Sora, das fragst du noch? Hey, was gibt's da zu lachen? Eure Gesichter. Na, was meint ihr? Gehen wir noch einmal zusammen auf große Reise? Super. Und wohin zuerst? Zuerst steigen wir in den Zug. So war's. Na los. Armer Donald. Talerbeutel vom König erhaltener Beutel. Überraschenderweise befinden sich darin 5000 Taler. Das kommt uns doch bekannt vor. Erhalten, Kristall. Ein wunderschöner Kristall. Er funkelt und strahlt, wenn man ihn gegen das Sonnenlicht hält. Geheimer Anzim-Bericht 2. Ein Bericht von Anzim den Weisen verfasst. Kann in Jiminis Tagebuch eingesehen werden. Aha. Faszinierend. Würde Mr. Spock sagen. Wartet! Huh? Hey, Sora. Was gibt's? Eigentlich nichts, aber... Wir wollten euch verabschieden. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das müsse sein. Oh. Echt? Danke. Ihr beeilt euch besser mit den Fahrkarten. Okay. Was ist denn? Die sind ja gleich. Ja. Drei Fahrkarten, bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Du grübelst zu viel. Ja, du hast recht. Ja, auch Sora ist mittlerweile ein bisschen älter geworden. Auch um 2 Jahre übrigens. Auch wenn Namine gesagt hatte, vor etwa einem Jahr, das liegt daran, weil Chain of Memories nämlich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil spielt, also ein Jahr danach praktisch. So, haben wir hier jetzt alles? Achso, kann ich noch nicht. Okay. Da hinten ist noch eine Truhe. Komm her, Truhe. Ich will dich mitnehmen. Danke. Mithril-Splitter. Supi. Naja, besser als gar nichts. Was haben wir denn hier? Du siehst jede Menge Eisstiele im Inneren. Ist es nicht schön? Das war also Mülleimer. Die Pforten des Strandfestes haben geöffnet. Ist es nicht schön? Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Ich werde einfach mal speichern. Obwohl sich das eigentlich so gar nicht lohnt, aber ist ja egal. Wir haben jetzt noch 11 Minuten, liebe Leute. Dann wird die erste Aufnahmepause erfolgen in der zweiten Session. War hier noch eine? Ne, das ist Goofy. Aber ich kann sie ja nochmal ansprechen. Es ist soweit. Unser Abenteuer kann beginnen. Wenn du hier noch was erledigen willst, nur zu. Jetzt ist die letzte Gelegenheit. Das wird eine lange Reise. Du bereitest dich besser gut vor. In den Zug steigen? Oh, noch nicht. Ich will noch mit den anderen dreien reden. Reden wir mal mit Pence. Seltsam.
Wir hatten plötzlich das Gefühl, wir müssten euch unbedingt verabschieden. Es ist fast so, als würden wir jetzt jemanden auf Wiedersehen sagen. Denn wir, den wir gerade erst nach langer Zeit einmal wiedergesehen haben. Meine Güte. Sora? Wegen eures Beutels? Ach, nicht so wichtig. Besucht uns bald mal wieder, ja? Ihr findet uns an unserem Treffpunkt. Tut mir leid, dass ich vorhin so abweisend war. Mich hat die ganze Zeit etwas beschäftigt. Wir sehen uns vielleicht für eine Weile nicht. Pass gut auf euch auf, ja? Ist klar. Abfahrtzeiten zum Armenrotbahnhof. Da kommen wir ja jetzt momentan nicht hin. Jedenfalls wüsste ich das nicht. Innerhalb der Stadt ist die Fahrt kostenlos. Meine Fresse. Gut, dann werden wir jetzt, würde ich sagen, in den Zug steigen. Ja, das können wir alles schon. Ab an Bord. Und die nächste Katze. Los, auf geht's. Wiedersehen. Hey, Sora. Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Absolut. Wieso fragst du? Ach, nur so. Bist du in Ordnung? Ja, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Klar, bis bald. Wisst ihr, ich... bin traurig. Wird Hubert wieder? Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Und weg ist er. Ja, hat sich einfach mal so selber wegteleportiert. Warum auch nicht? Kann ein Zug ja mal machen, ne? Der Turm übrigens. Achso, da ist die Schiene auch zu Ende, sehe ich gerade, okay. Also das heißt, hier ist sowieso Endstation. So. Und irgendjemand macht sich da an der Tür zu schaffen. Geht ja gar nicht. Wir haben übrigens gerade eine Potion erhalten. Eine High Potion. Was haben wir hier? Ether. Mhm. Dann gucken wir mal, wer der Übeltäter ist.
der sich da einfach so an der Tür vergreift. Was machst du da? Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser? Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ganzen Herzlosen unter ihrem Kommando kann die Hexe Malefiz alles und jeden unterwerfen. Und da ich der guten Malefiz etwas schulde, bereise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie! Kapiert? Dann verschwindet! Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf. Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, hm? Was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Die gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich, Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei! Das geht doch auf euer Konto! Nun, das könnte schon sein, ja. Herzlose! Kommt raus! Ja. Der Schattenlurch auf Ass. Sie sind zurück. Ich glaube, so nenne ich den Part. Die Rückkehr der Schattenlurche. Oder irgendwie sowas. Besiege alle Herzlosen. Ach, was habe ich die vermisst? Die kleine Racker. Die bringen natürlich nur 2 Punkte, war ja klar. Wäre ja auch zu schön gewesen. Sommer. Das ging schnell. Sehr schnell. Sogar. Na wartet! Niemand, wirklich niemand legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Was? Das weißt du nicht? Na, der alte Jens Sitt, aber der ist inzwischen sicher schon zu einem Herzlosen geworden. Meister Jens Sitt lebt hier? Jens Sitt ist der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Ja, Carlo zieht das jetzt ein bisschen ins Lächerliche. Aber ehrlich gesagt habe ich da nichts gegen. Ah, hier ist noch eine Truhe. Einmal Itter. Carlo kommt ja bestimmt, kommt ja wirklich ganz schön spät hierher. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir Malefiz besiegt haben. Doch ein Jahr. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier auf Carlo treffen könnten. Nicht auszudenken, wenn er nicht nur in unserer, sondern auch noch in dieser Welt sein Unwesen treibt. Ja, so ist das mit Kater Carlo. Ja, so heißt er mit Vornamen Kater Carlo. Und ich würde sagen, ich speichere jetzt mal an dieser Stelle, liebe Leute. Und da werde ich die erste Hälfte der zweiten Session enden lassen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich werde natürlich gleich wieder die Endcard folgen lassen. Inzwischen kennt ihr ja das Prozedere von mir. Und ja, wir werden dann in der zweiten Hälfte mehr erfahren, was es mit diesem Meister Jens Sitt zu tun hat. Und dann werden vielleicht sogar noch einiges mehr. Und ich sehe gerade, wir haben die meisten Trefferpunkte, aber den niedrigsten Level von allen. Auch sehr interessant. Jedenfalls hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts 2. Doch bis dato sage ich euch, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.